Es regnet. Na und? Gab's bei Ihnen da unten in Dresden keinen Regen? Schon. Aber könnten wir nicht vielleicht einen kleinen Moment machen? Wir sind Polizisten. Vergessen Sie das nicht. Also, bitte. Ich glaube, ich lerne das nie. Tag, Herr Gessler. Hallo. Tag, Herr Gessler. Wir haben die Sache Petersen zu Ende gebracht. Er hat gestanden. Oh, gratuliere. Hier, der Mann wurde überfallen. Ein Straßenmusiker, Alfons Möller. Ich war vorhin da. Das ist eine kleinere Sache, können Sie auch bis morgen lassen. Allerdings die Lokalpresse, die wittert da irgendwas. Und? Was hat er Ihnen gegeben? Überfall auf den Straßenmusiker. Eine kleine Sache. Tja, wir haben alle mal klein angefangen. Ist auch gut so. Stimmt. Das ist so gut, dass manche gleich zweimal klein anfangen dürfen. Diese Komplexe. Ihr Ostler fühlt euch notorisch im Nachteil. Dabei besteht dafür gar kein Grund. Ich sag's ja. Permanent unzufrieden. Nein, wenn ich's recht bedenke, bin ich mit diesem Auftrag sogar sehr zufrieden. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Sarkasmus ist nicht Ihre Stärke. Ich meinte es ernst. Feierabend vor 19 Uhr, das ist ein Glücksfall. Hm. Was glauben Sie, wann ich das letzte Mal im Kino war? Keine Ahnung. Chingach guckt die große Schlange. Was ist das denn? Das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Ein Defa-Indianer-Film. Aber das war noch im vorigen Jahrhundert. Haben Sie mal einen Kamm? Tschüss. Tja, das ist Regenwasser. Richtig. Weiter. Und was ist noch dazu zu sagen? Sag mal, was soll denn das vorhören? Also? Vielleicht ist es ja Kondenswasser. Ja, du gießt die Blumen, die Fenster sind zu, das Wasser verdunstet. Ja, das ist Physik. Physik im Alltag. Papi, was redest du? Na, jedenfalls, viel kommt nicht durch. Na, vielleicht siehst du jetzt, was los ist. Na, du hast einen Dachschaden. Na, was meinst du, wie das heute Nachmittag geregnet hat? Du hättest mal in unsere Laube kommen sollen. Aller zwei Winter war da der Dachpappe durch. Da habe ich einfach Teer besorgt und... Bitte verschone mich mit deinen Ostgeschichten, ja? Wir sind hier diesseits der Elbe. Und vor allem ist dieses hier keine Laube. Kind, und wo ist das Problem? Dachtest du, ich schmiere Teer auf die Dachziegel, bloß weil ich aus Dresden stamme? Nein, das meine ich nicht. Aber ich denke, dass du irgend so eine östliche Improvisation vorhast. Charlotte, was soll denn das nun wieder heißen? Inzwischen weiß ich doch, wie es bei euch zuging. Es gab nichts und ihr musstet euch irgendwie behelfen. Rinderfilet gegen Lichtmaschine, Lichtmaschine gegen Dachpappe und so weiter. Aber hier ist das anders. Wir sind gewohnt, unsere Sachen gründlich zu erledigen. Gründlich und professionell. Pass mal auf. Ich werde jetzt mal was zeigen. Komm mal mit. Da. Da kommt's durch. Und so eine Vielwasser kaputt ist. Ich besorge ein bisschen Mörtel und da schmiere ich dir das zu. Ist kein Problem, das geht bei mir ratzbatz. Ja, ja, ratzbatz. So habe ich mir das vorgestellt. Und da? Und da?
Na, genauso. Nein, keine Flickarbeit. Das Dach ist über 80 Jahre alt. Und außerdem fiel eine Brandbombe aufs Haus im Krieg. Der Schaden wurde zwar ausgebessert, aber jetzt soll das Dach total erneuert werden. Wie? Sag mal, weißt du, was das kostet? Ja. Und nur die besten Firmen kommen in Frage. Keine Schwarzarbeit, kein Fusch. Charlotte, du redest da von einer 100.000-Mark-Ausgabe. Wer soll das bezahlen? Natürlich die Hausbesitzer. Also ihr. Ist das dein Ernst? Ja, im Prinzip schon. Allerdings. Die Frau ist wahnsinnig. Schlimmer. Viel, viel schlimmer. Sie ist einfach eine. Ich sag's nicht. Was hat er denn? Ich war doch noch gar nicht zu Ende. Charlotte, ich bin's. Ja? Ich wollte dir nur sagen, dass, also Wilfrieds Reaktion war vielleicht etwas zu heftig, aber weißt du, er ist überarbeitet. Eigentlich müsste er mal ein paar Tage ausspannen. Naja, und außerdem hat er wieder Probleme mit seinem Leistenbruch. Na, dann soll er zum Arzt gehen und nicht Menschen verletzen, die es gut mit ihm meinen. Ja, er geht aber leider nicht zum Arzt. Und außerdem hat er doch gar nichts Böses gesagt. Aber gedacht. Dumme Kuh hat er gedacht. Und blöde Ziege, das weiß ich ganz genau. Wie kommst du denn darauf? Also, dass er aufbrausend ist, das stimmt ja. Aber er mag dich. Ehrlich. Also, bei Geldsachen, da ist er ja ein bisschen schwierig. Das gebe ich zu. Aber du musst es auch verstehen, bei uns häuft sich nie viel an, schon gar nicht 100.000 Mark. Caro, Geld ist doch nicht entscheidend. Ach so? Weißt du nicht mehr, dass wir uns verpflichten mussten, dass wir auf dieses Haus keine Hypothek aufnehmen? Das ist deine Forderung, dein Vertrag. Also, vielleicht können wir uns auf eine kleine Reparatur einigen. Ich kümmere mich um eine gute Firma. Ich verspreche es dir, ja? Aber Caro, ist doch alles nicht so gemeint, meine Liebe. Hunderttausend Mal. 20, 40, 60, 80, 100.000. Ich wollte doch die Reparatur bezahlen. Ich. Und ich dachte schon, wir haben ein 100.000 Mark Problem. Ich bin doch nicht käuflich. Kannst du mal rausgehen und es ihm vorsichtig beibringen, sonst gräbt er noch den ganzen Garten um. Wilfried! Krass. Wie bitte? Das ist ja sowas von krass. Ja, wie viel ist das? 100.000 Mark. Ach, du willst dir ein schnelleres Auto kaufen? Das möchte wohl gerne was. Nein, das Geld ist für die Dachreparatur. Ach. Das hast du bar dabei. Ja. Mein Festgeld war gerade frei. Und die Zinsen lohnen sich ja kaum mehr. Ja, du musst es anders anlegen. Aber die Handwerker kommen bald. Handwerker kommen nie bald. Also, ich bitte dich. Nun, hab dich doch nicht so. Ich bin alt genug, um auch mal etwas dumm ausdrücken zu dürfen, was gut gemeint war. Nimm sie. Sag mal, was wolltest du eigentlich vorhin sagen? Auch nichts Besonderes. Alte Zicke, dumme Kuh, was immer.
Das nächste Mal lass mal was Besseres einfallen. Charlotte! Hallo! Oh, Erna! Dag, Charlotte! Da. Komm! Tag. Guten Tag! Tag. Tag. Was macht ihr denn hier? Wollt ihr das Geld vergraben? Nein, wir wollen die Scheine nicht verstecken. Wir wollen sie aussehen. Die Tausender müssen jetzt in die Erde, sonst tragen sie nicht. Hör nicht auf die, das sind Sachsen. Ach so. Hier wird demnächst saniert und ich fürchte, ich habe das Geld dafür zu früh abgehoben. Ach, dafür habe ich einen Berater. Ja? Er ist übrigens zauberhaft. Und weißt du, auf welchen wunderbaren Vornamen er hört? Chrysanthus. Chrysanthus? Meine Braut ist die See. Und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. La Paloma, oh hi. La Paloma, oh hi. Dankeschön. Herr Möller? Ja? Mein Name ist Stippe. Der Kriminalpolizei. So, darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Na ja, man hat so seine Erfahrung. Gestern war nicht ein anderer hier, aber der kam wohl bloß wegen der Zeitungsmeldung. Ne? Ich kann Ihnen sagen, der Mann, die absolute Null. Vorsicht, das war mein Chef. Oh. Ja, dann halten Sie den mal, dann kann ich Ihnen das mal zeigen, wo das passiert ist. Ne? Guten Tag, mein Name ist Charlotte Heum. Moment, ich komme. Guten Tag. Ich bin eine Freundin von Erna Gutmann. Sie wollte mich bei Ihnen anmelden. Hat sie das getan? Ja, hat sie. Allerdings nahm ich nicht an, dass sie so bald hier erscheinen. Sie meinen, ich soll wieder gehen? Keineswegs. Erna hat mir nicht verraten, wie charmant ihre Freundin ist. Bitte schön. Also ich hatte so 200 Mark dabei. Und dann bin ich losgegangen. Nord, Nordost, bei Windstärke 7. Naja, das ist nichts, aber man hört ja nicht mehr alles so genau. Ne? Naja, und da hat er auf mich gewartet, der Schaller. Wer? Ja, der Schaller, der war das. Ich habe dann nur noch den Schlag von hinten gespürt. Ne? Und dann war alles schwarz, wie Tiefsee. Haben Sie den Schaller erkannt? Nö. Woher wollen Sie dann wissen, dass es der Schaller war? Ja, das weiß ich eben. Wir hatten mal so einen Smut hier, so einen Schiffskoch. Ne? Das war auch so eine Ratte. An dem Abend haben Sie ein bisschen getrunken, was? Oh, nicht mehr als sonst. Noch die weniger als sonst, ne? Genau! Kann man noch Zahlen hören? Ja, so 3 bis 4 Bier und 4 bis 7 rum. Ich schreibe dann einen noch oben gerundeten Mittelwert auf. Ja. Weiß Bescheid. Verdienen Sie jeden Tag so viel? 200? Nö, höchstens 30 bis 40. Ne? Kommen Sie, wir gehen hier rein. Aber an dem Tag war das einfach ein bisschen mehr. Da lief das wie geschmiert. 40 Mark, das glaube ich nicht. Ja, wenn ich das doch sag. Herr Möller, ich bin nicht vom Finanzamt. Ich muss es genau wissen. Wegen des Motivs. Gib mal 2 Euro Bier. Was? 2 Stück? Alfie, kannst du das denn bezahlen? Wenn Sie normalerweise so wenig verdienen, dann wusste der Peter, dass es diesmal mehr war. Oder er wusste es nicht und vermutete, dass Sie jeden Tag so viel verdienen. Oh, Monsieur Kommissär. Danke dir. Oder er vermutete und wusste gar nichts, weil er ganz anderes Motiv hatte. Verstehen Sie? Ja. Also, wie viel verdienen Sie wirklich? 70 bis 200. Nehmen Sie einen nach oben abgerundeten Mittelwert. Ja, aber was meinen Sie denn mit einem anderen Motiv? Haben Sie Feinde?
Wenn ich flüssig bin, dann habe ich viele Freunde. Bin ich blank, habe ich wenig Freunde. Ne? Aber Feinde. Ne? Überlegen Sie, einer genügt schon. Ja doch, bei so einer Massenkeilerei, da habe ich mal so einen Typ so zusammengeprügelt, der hat mich bestimmt noch in schlechter Erinnerung. Wann und wo war das? Bombay, 1967. Das war so ein schwarzer Matrose aus Jamaika. Danke. Das lassen wir mal beim Seemannskorb. Prost, Herr. Hunderttausend? Das reicht doch für mehr als nur für eine Dachreparatur, oder? Natürlich. Aber es gibt noch allerlei andere Stellen im Haus, die Sehnsucht nach dem Handwerker haben. Mhm. Tante Charlotte geht es vor allem um das Dach. Natürlich mit allem drum und dran. Was meinst du konkret mit drum und dran? Ich meine Atelierfenster und Terrasse. Wir verschenken sonst den Raum, der dem Himmel am nächsten ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass du diesen himmlischen Raum dann als Quartier für dich haben willst? Diese Annahme hast du ausnahmsweise mal recht. Stellt euch vor, hier die Trennwände raus, da ein Oberlicht und da nach Süden eine große Tür und davor die Terrasse. Wow, Papa kriegt einen Hobbyraum im Keller. Ein Hobbyraum mit Tretfahrrad und Hanteln. Es ist zwar absolut oberspießig, aber gut für deine Figur. Okay, ihr habt mich überzeugt. Aber dann noch die Fassade, da müssen die Fugen verschmiert werden. Und euer Schlafzimmer? Da kommt eine Wand raus. Na wunderbar. Und jetzt wieder runter. Was? Runter auf den Boden der Tatsachen. Also, was haben wir bis jetzt? Dachausbau, Fassade, Keller und Erdgeschoss. Richtig. Und dafür brauchen wir mehr als das Doppelte von dem, was wir an Geld haben. Also kein Dachparadies. Mm-mm. Unbezahlbar. Keller? Auch das Erdgeschoss wird verschoben. Bleibt? Bleibt? Fugen verschmieren und die neuen Dachziegel, das ist nötig. Wenn wirklich Geld übrig bleiben sollte, könnte man ja vielleicht mit eurem Luftschloss beginnen. Eventuell Fenster einsetzen. Aber ich rede im Konjunktiv. Man könnte, falls das Geld reicht. Du bist wirklich die Einzige, die rechnen kann. So, nun holen wir meine Couch runter. Es ist mein bestes Stück und darf nicht dem Regen ausgesetzt sein. Wilfried! Mama, das Sofa fällt unter die Rubrik Kulturgüter, muss vor dem weiteren Verfall gerettet werden. Ich danke dir, mein Sohn. Darf ich bitten, gnädige Frau? Es war ein reizender Abend, Herr Joni. Ich danke Ihnen vielmals und auch für die guten Ratschläge, die Sie mir gegeben haben. Gerne geschehen. Ich werde Sie beherzigen und Sie werden mir helfen. Und ich hoffe, dass ich Sie wiedersehe. Das hoffe ich auch. Kommt mal her, seht euch das an. Oh. Mach wenigstens das Licht aus, wenn man schon so penetrant neugierig ist. Tante Charlotte hat einen Freund. Ich fasse es nicht. Wer sagt denn, dass das ein Freund ist? Das kann doch auch ein Bekannter sein. Ja, die Situation ist doch eindeutig. Woher weißt du denn das? Das sieht man doch. Jedenfalls. Tante Charlotte hat sich verknallt. Licht ein! Sie kommt! Nein, kein Licht. Das fällt erst recht auf. Übrigens, das war Herr John. Chrysanthus John, mein Berater. Er ist sehr, sehr nett. Aber nicht, was ihr denkt. Es ist eine reine Geldbeziehung. Dieser Akkordeonspieler ist ein stadtbekannter Säufer. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Außerdem habe ich für die Tatzeit ein Alibi. Aber Herr Schaller, nach langjähriger Berufserfahrung weiß ich, dass man sowas gut organisieren kann. Was wollen Sie damit sagen? Es war Ihre Freundin, die für Sie ausgesagt hat. Das kann abgesprochen sein.
Als ob ich sowas nötig hätte wegen der paar Mark. Ich bin Geschäftsmann. Ach, was für eine Art von Geschäfte machen Sie? Ich habe eine Agentur, eine Künstleragentur. War's das? Wiedersehen. Sie haben uns sehr geholfen. Entschuldigen Sie, Herr Stubbe. Ja, einen Kaffee könnte ich jetzt gebrauchen. Kein Problem, aber Sie waren noch mit Ihrer Frau verabredet. Ach du, schönen Dank. So, da bin ich. Bin ich unpünktlich? Mama, ach, Papa, bist du auch schon da? Kommt mal mit. Wieso hast du denn Charlotte mitgebracht? Wieso denn nicht? Also, die macht dir Spaß. Spaß ist noch lange kein Grund zu stören. Wilfried, bitte vergiss nicht, sie bezahlt die Reparatur. Die Dachziegel haben wir uns ausgesucht. Sind zwar die teuersten, aber eben auch die besten. Was? Kann die Charlotte sagen, nicht kleckern, sondern klotzen. Wenn wir bauen, dann richtig. Genau. Das Billigste kommt uns zu teuer. Moment mal. Caro, kannst du mal? Sag mal, hast du Charlotte nicht gesagt, dass wir kein Luxusmaterial wollen? Noch nicht. Sag mal, kennst du überhaupt schon unsere Pläne? Nein. Ich spreche nachher mit ihr. Bitte. Sie will ein super edles Dach. Und da wollte ich ihr nicht gleich sagen, dass wir mit dem Geld noch was anderes vorhaben. Oh, Charlotte, die macht mich noch alt. Sagst du was? Nein, nein. Lass uns noch mal da drüben schauen. Vielleicht sollten wir doch zu einem anderen Dachdecker gehen. Ich habe den Eindruck, der Mann hat nicht das richtige Material. Im Gegenteil, der hier hat das beste Zeug. Das ist ein Geheimtipp aus der Baubranche. Wir kaufen nur die feinsten Leute. Den Eindruck habe ich aber gar nicht. Die kommen doch nicht selbst. Schönen guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, junger Mann. Wir suchen jemanden, der unser Dach neu deckt. Und zwar in bester Qualität. Und komplett soll nämlich für die nächsten 100 Jahre sein. Ich werde Ihnen zeigen, was wir für unsere besten Kunden da haben. Wir liefern das beste Material und haben nur hochqualifizierte Dachdecker. Tante Charlotte, können wir Eis essen? Ach, das passt aber jetzt schlecht, du. Geh doch mit deinen Eltern. Ach, die. Du hast doch selten für mich Zeit. Na komm, ist doch absolut öde hier. Na gut, entschuldigen Sie mich. Aber ich sage euch, lasst euch bloß kein billiges Zeug andrehen. So ist es. So. So. Und nun mal Klartext. Passen Sie auf. Wir gehören nicht zu den Kunden, die nur teuerstes Material kaufen. Vergessen Sie alles. Wir setzen neu an. Haben Sie das gelesen? Auf dem Kiez tobt ein Krimi. Erneut wurde das Hamburger Original Alf M. brutal zusammengeschlagen. Mein Gott, wer will denn den fertig machen? Der Mann tut doch keiner Fliege was zuleide. Herr Stubbe, ich erwarte, dass Sie den Fall langsam aufklären. Oder hält Sie Ihre Bautätigkeit derartig in Atem? Wieso wissen Sie davon? Schließlich sind wir ja bei der Polizei. Dachfenster. Ja. Ich brauche ein großes und vier mittlere. Hm? Können Sie mir die Maße geben? Ja. Und die Preise? Oh, ist ja nicht von schlechten Eltern. Ja, ich habe etwas gesagt. Haben Sie nichts Vergleichbares in einer anderen Preisklasse? Oh, Entschuldigung, ich rufe später noch mal an. Ist das der Bepflanzungsplan für die Waldsiedlung? Nein. Privat geht vor Katastrophe. So war doch der beliebteste Spruch im Osten. Sie kennen sich gut aus. Darf ich mal bitte? Danke. Ich denke, Sie sollten weiter an den Entwürfen für die Waldsiedlung arbeiten. Die liegen schon dort auf dem Tisch. So? Ja. Na, mal sehen. Tempo ist noch keine Rettung. Trotzdem, machen Sie bitte Ihre Privatgeschäfte nach 17 Uhr.
Klaus Weigand. Das ist ein sehr guter Bauleiter. Der beantwortet jede Frage, weiß alles. Wenn Sie die Fenster da bestellen, wo auch ich kaufe, dann könnte es klappen. Sind Sie verheiratet? Wie? Ich meine, kann irgendjemand in Ihrer Familie mit anpacken? Wände einreißen oder Steine transportieren? Ja, schon. Sie könnten, bevor die Handwerker kommen, die Wände rausnehmen. Dann reicht das Geld auch für den Umbau im Erdgeschoss. Die Familie wird mit anpacken. Das ist aber richtige Arbeit. Meine Männer machen das schon. Oh, und gleich im Plural Männer. Okay, die Handwerker besorge ich. Tag. 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 Ach, schönes Kind. Was hört man denn von Ihnen? Tag, Monsieur Kommissär. Oh, gut. Diesmal hat er aber härter zugeschlagen. Wer? Ja, der Schaller, diese Ratte. Aber diesmal haben Sie ihn erkannt. Nee, damit kann ich leider nicht dienen. Aber das war genauso wie damals, genauso. Dieselbe Summe? Nee, diesmal waren das 150 Mark. Was ist damit? Oh, muss ich reparieren lassen, aber das kostet. Und Sie haben keine Ersparnisse? Nee, sparen klappt bei mir nicht. Weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich liegt das am Geld. Ich nehme das mal mit. Zur Beweissicherung. Sie bekommen das dann zurück. Ja, und Schaller, haben Sie den denn schon verhaftet? Ich kann es bald nicht mehr hören. Wollen Sie jetzt schon gehen? Ja, ich habe Arbeit. Stellen Sie ihm doch mal eine Falle. Dem Schaller? Na ja, das ist doch ganz einfach. Wenn Sie keine Idee haben, dann fragen Sie mal diesen Monsieur Kommissär aus dem Fernsehen. Der mit den großen Kulleraugen. Was? Gute Besserung. Ist das nicht der Stammplatz von Alfie? Na und? Ich bleib trotzdem hier. Aber ist es nicht merkwürdig, dass... Verschwinde! Das ist mein Platz. Moment. Mann, du dämlicher Sachse! Hast du nicht gehört? Du sollst die Mücke machen, hier bin ich. Kriminalpolizei. Der Platz ist doch sicher sehr gut. Beste Lage. Was wollen Sie von mir? Überlegen Sie doch mal. Der Platz bringt bares Geld. Das haben Sie selber gesagt. Sie denken doch nicht etwa, dass ich Alfie zusammengeschlagen habe, nur um an diesen Platz zu kommen. Ich muss so denken. Von Berufsweg. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Und was wollen Sie damit? Name und Adresse. Falls wir mal in Ruhe miteinander reden müssen. Очі страстные, очі жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Ох, не даром вы глубины темней, и ж утра рвав. Herr Schaller mag mich nicht. Kann schon sein. Verstehe ich nicht. Ist er immer so? Und was möchten Sie? Ein Bier und eine Hilfe. Kennen Sie jemanden, der das repariert? Ja, da ist einer. Abi, guck dir das doch mal an. Okay. Gehört Alfie, nicht? Ja. Was geht nicht mehr? Das ist Schrott. Aber Alfie braucht das Instrument. Dann soll er nicht so viel saufen und sich ein neues kaufen. Oh, Erwin, stell dich doch nicht an. Ich hab das Ding schon dreimal wieder aufgemöbelt. Und immer für einen Nullo wehe. Ja. Erwin, trink noch einen. Oh.
Das ist eine scheiß Arbeit. Aber das bleibt unter uns. Ich habe noch Schulden bei Schaller. Arbeiten? Das finde ich aber nicht gerade witzig. Das war auch nicht als Witz gemeint. Kannst du nie ernst sein. Du pumpst mir ganz nebenbei für 2 Wochen Arbeit auf und wunderst dich, wenn ich das für einen Scherz halte. Soll ich dafür etwa Urlaub nehmen? Du machst es abends. Abends? Ich kann dir doch nicht garantieren, dass ich wirklich jeden Abend frei habe. Jeder normale Mensch kommt pünktlich nach Hause. Aha, das ist es. Du wirfst mir wieder mal meine Arbeitszeit vor. Ich werf dir gar nichts vor, überhaupt nichts. Ich habe mich längst daran gewöhnt, dass mein Mann irgendwann erscheint. Wilfried, es ist 20.53 Uhr. 54. 54. Und ich bin froh, dass es so früh ist. Aber vielleicht kannst du noch mal eine Ausnahme machen. Ausnahmen gibt es, aber keine festen Zusagen. Warte! Und außerdem kostet mich das viel zu viel Kraft. Dann nimm doch die Energie, mit der du gerade sinnlos den Boden verdichtest. Ich brauch das. Dann kannst du ja auch Wände einreißen. Fabian hilft dir. Caro, tu bitte nicht so, als wüsstest du nicht, dass es einen Unterschied zwischen Arbeit und Sport gibt. Doch, der ist mir bekannt. Dann tu auch nicht so, als würde ich nie arbeiten. Wer macht den Garten? Ach, du! Der räumt den Schuppen auf und den Keller. Du. Ich repariere alles, was anfällt. Aber Wände herausreißen, das ist mir zu staubig. Gut. Das habe ich mir von Charlotte abgeguckt. Willst du auch einen Schluck? Na, hol dir ein Glas. Hier beginnt jetzt ein Fest. So? Was feierst du denn? Meine Erleichterung. Und mein Mann. Prost. Wir lassen alles von Handwerkern machen. Ach, vielleicht sollten wir zwischendurch auch verreisen. Was hältst du von Südafrika? Jedenfalls bestelle ich Leute und verschwinde, wenn hier gebaut wird. Caro? Caro, wir müssen Charlotte in unsere Baupläne einweihen. Das mache ich. Mhm. Vorsichtig. Ich kann mich immer noch nicht an die Summe gewöhnen, mit der wir plötzlich umgehen. 700.000. 100.000. Aber best, 1 zu 7. Deine Rechenaufgaben, das habe ich schon längst vergessen. Ich vergesse nie. Weder noch. Naja. Dann wirst du ja wohl auch nicht vergessen haben, wie aktiv du in Dresden warst. Sag mal, wie hast du das vorhin gemeint? Du verstehst das schon. Ja, Sex? Ja. Was soll denn das heißen? Ich bin wie immer. Nichts hat sich geändert. Außer, dass wir jetzt in Hamburg leben. Sei doch nicht gleich beleidigt. Außerdem ist es ganz normal. Normal. Erstens täuscht du dich und zweitens täusche dich noch mehr. Und drittens hat Sex nichts mit Ost oder West zu tun. Doch, damit und mit dem Alter. Das wird ja immer schöner. Aber daran sind diese grauenhaften Frauenzeitschriften schuld. Unsinn. Also ich bin dir zu alt. Ach, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Ich bin dir doch auch nicht zu alt. Aber irgendwas stimmt doch nicht. Hast du dich verliebt? Mein Oller Ostler ist eifersüchtig. Dein Chef? Oder dieser Bauleiter?
Wenn du nicht so grässlich um die Gusche aussehen würdest, würde ich dich am liebsten abknutschen. Also der Bauleiter. Dreimal hast du gesagt, dass er sehr nett ist. Der ist auch nett. Außerdem glaube ich, dass er mich mag. Nett. Widerlich nett. Das kriege ich raus. Es gibt nichts Schöneres als ein eheliches Zähneputzen. Blau, boys, blau, for California. There's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento. Da ist mein Freund, Monsieur Kommissär! Der hat mich schon zweimal rausgehauen. Na, haben Sie die alte Ratte endlich verhaftet? Ja, jetzt ist aber gut, ich habe Feierabend. Ach du Schande. Ja, Leute, dann auf ein neues! Aber ihr könnt doch nicht die Fachleute ersetzen. Das wollen wir auch gar nicht. Facharbeiten machen Fachleute. Aber wir können ja schon mal den Dachboden entrümpeln und die Holzwände rausreißen. Ja, gut. Vermutlich hast du recht. Aber sag mir frühzeitig Bescheid. Krach und Lärm kann ich überhaupt nicht vertragen. Aber heute wäre ein günstiger Termin. Nein, kommt nicht in Frage. Samstag, 11 Uhr. Die Abrissabteilung beginnt pünktlich. Verflucht sei der Tag, an dem ich auf die Idee kam, euch hierher zu holen. Ey, hier wird gearbeitet, du Faultier. Guck mal, was ich gefunden habe. Mach mal auf. Fremd im eigenen Hause. Eine Horrorvorstellung wird wahr. Aber Charlotte, du musst nicht gehen. Ich halte diesen Lärm nicht aus. Das ist doch kein Problem. Ich gehe nach oben und sage Bescheid. Nicht nötig. Ich gehe ins Hotel. Bitte warte einen Moment. Worauf soll ich warten? Wenn ihr es heute nicht macht, macht ihr es morgen. Charlotte, wir lassen alles sein. Wir... Hä? Was ist denn los? Moment. Kein Arzt. Aber Wasser, Charlotte. Ja. Geh du nach oben und sag Bescheid, wir sollen aufhören. Charlotte. Die Schwimmwesten gehörten meinem Gustav und dem Franz. Franz war sein bester Freund. Sie fuhren zusammen auf dem gleichen U-Boot. Trink doch. Ja. Sie waren immer zusammen. Auch als das U-Boot getroffen wurde. Stundenlang trieben sie in der eisigen Ostsee. Auch zusammen. Und dann? Dann wurden sie rausgefischt. Der eine schwer verletzt, der andere tot. Gustav konnte das nie vergessen. Ich habe ein paar Mal versucht, die Westen wegzuschmeißen. Ich hätte die Westen auch behalten. Als Erinnerung. Ach, das war mehr als eine Erinnerung. Gustav war voller Schuldgefühle. Warum? Sein Freund war der Einzige auf dem U-Boot, der schon lange desertieren wollte. Und Gustav hatte ihn überredet, das nicht zu tun. Müsstest du das Zeug gleich der Tante bringen? Die Wände. Was war denn gestern bloß in der Bohle drin? Whisky. Oh. Also ist der Dollar nun gestiegen oder gefallen? Er ist gestiegen. Na, dann ist es ja gut. Wieso gut? Ja, für Leute, die Papiere gekauft haben und Geschäfte machen. Und das hängt auch ganz von den Papieren ab.
Wenn du zum Beispiel Aktien von einer amerikanischen Firma hast, die viel exportiert, dann sieht's schlecht aus. So? Na klar. Ich mein's, wie gerade in diesen Minuten einige Kurse fallen. Ach. Ist das nicht wunderbar? Der kann alles erklären. Mein Junge wird mein Spezi auf dem Gebiet. Na ja. Was denn? Zweifelst du dran? Nein. Aber ihr habt alle Kopfschmerzen. Da will ich euch nicht weiter in Anspruch nehmen. Außerdem sind diese Dinge unerheblich. So, jetzt mache ich einen schönen Spaziergang. So früh? Sie geht sicher, oder? Ihr Geld ist gut angelegt. Es arbeitet und vermehrt sich, während wir hier so gemütlich die Kirchen trinken. Und plaudern. Der Dollar ist gestiegen. Das ist doch wunderbar. Wirklich? Aber ja, ihr Geld wird von Minute zu Minute mehr. Es ist fleißig, ganz ohne uns. Und wenn wir es brauchen, holen wir es zurück. Aber keine Sekunde zu früh. So. Jetzt genug mit diesen Trivialitäten. Das eigentliche Leben ist ganz was anderes. Das eigentliche ist die Schönheit. Sie hat nichts mit Geld zu tun. Und sie ist ewig, weil sie tief aus dem Innern kommt. Und deshalb hat Schönheit auch nichts mit dem Alter zu tun. Guten Morgen, Herr Zimmermann. Man kommt gar nicht mehr durch. Warum nehmen Sie nicht das Fahrrad? Ach so, ich brauche jemanden, der mir in der Einbruchssache hilft. Jemand bin ich. Sozusagen, ja. Und was hat dieser jemand zu tun? Dieser jemand muss noch mal alle verhören. Ach. Aber keine Angst. Meine Verdächtigen sind nur nette Menschen. Wirklich. So richtig was zum Plaudern. Eine dankbare Aufgabe für einen Kommissar aus Sachsen. Ach, Sie sind immer so freundlich zu mir. Hoffentlich kann ich mich mal revanchieren. Hm. Aber vorerst muss ich Ihnen leider eine Absage geben. Ah ja, verstehe. Die Straßenmusiker sind Ihnen ans Herz gewachsen. Einfache Menschen aus dem Volke. Ihr aus dem Osten habt ja immer einen Sinn dafür. Aber ich denke, der Chef wird Sie trotzdem auffordern, bei mir mitzuhelfen. Morgen, Jan. Oh, morgen, Herr Gessel. Oh, ist das ein Verkehr. Also, es gibt einiges zu verteilen und einiges dringend abzuschließen. Es war noch ein Anruf für Sie, Herr Stubbe. Neuer Überfall auf einen Straßenkünstler wurde eben erst gemeldet. Da kümmere ich mich. Bitte. Tut mir leid, Herr Kollege. Da kann ich Ihnen meinem besten Willen nicht helfen. Jetzt wirklich sehr gern getan. Aber die Umstände sind nicht so. Also, Herr Zimmermann. Ich verstehe Sie nicht. Warum haben Sie sich nicht früher gemeldet? Mann, der wollte gar nichts melden. Der hat einfach Schiss für euch. Der wollte einfach so weitermachen. Stimmt das? Wo genau ist es passiert? Hier ist das passiert. Mit wem rede ich eigentlich? Ja, mit dem, aber der kann doch nicht reden. Stimmt das? Wann genau ist es passiert? Und Sie, Alfie, halten sich jetzt raus. Die Zeit. War es nach Mitternacht? War es hier? Haben Sie den Täter gesehen? Sie hatten getrunken.
Sind ja tolle Gespräche. Sind Sie immer so gesprächig? Mann, das hat er sich abgewöhnt. Den können Sie laufen lassen. Der ist gaga. Eins steht fest, der Schaller war das. Dieter Schaller hat ein Alibi. Wie oft soll ich das noch sagen? Was denn, diesmal auch? Ja, verdamm mich noch mal. Caro! Fabian, Chris, hier gibt's Arbeit. Oh. Charlotte, alles in Ordnung? Charlotte. Schläfer? Oh. Jetzt nicht mehr. Entschuldige, aber ich habe mir Sorgen gemacht. Hast du gedacht, ich bin schon hinüber, was? Charlotte, bitte rede nicht so. Du warst den ganzen Tag nicht zu sehen. Schon gut. Ach so, ja, Charlotte. Du wolltest mir doch das Geld für die Bauarbeiten auf mein Konto überweisen. Ich musste heute schon einen Teil davon bezahlen. Ist es noch nicht auf dem Konto? Ich habe es längst eingezahlt. Mhm. Bis heute war es noch nicht da. Ich kümmere mich. Früher hatte man keine Sorgen mit solchen Dingen. Na, geht's? Ja, geht's. Tschüss. Oh. Tschüss, Wilfried. Mama! Ja? Mein Hemd. Das ist mein neues Bänkerhemd. In der Wäsche. Was ist das? Nimm ein anderes. Die Anna passt nicht zum Jackett. Das Dunkle finde ich nicht. Dann nimm eins vom Papa. Es gibt doch nur wieder Ärger. Vielleicht findest du es hier. Nimm es. Ich bin spät dran. Bitte. Fabian, ich habe einen wichtigen Termin mit meinen Auftraggebern. Ach. Mama, warte! Du hast vergessen, mir das Geld rauszulegen. Ach, entschuldige. Ich bin aber heute Morgen durch den Wind. Weißt du, ich habe um 9 einen Termin und mein Chef, der wartet doch nur darauf, dass ich zu spät komme. Hast du noch 10 Minuten? Eben. Tschüss, Mädchen. Wilfried. Setz dich da rein. Tut mir leid. Guten Morgen. Morgen. Frau Knapp, hast du schon angefangen? Natürlich. Das täuscht. Rönke war außer sich. Oh, guten Morgen, Herr Rönke. Entschuldigen Sie bitte, aber meinem Mann ging es heute Morgen nicht gut und da musste ich ihn durch den dicksten Stau mit dem Auto ins Büro fahren. Kein Problem. Ich weiß doch, was das bedeutet, wenn man ein Haus umbaut. Übrigens, auf Weigand müssen Sie einen starken Eindruck gemacht haben. Weigand? Der Bauleiter. Er hat sogar angeboten, sich heraus selbst anzusehen. Haben wir Kräutertee? Ja. Ein Kräutertee, bitte. Ja, kommen Sie rein. Alle. Fabi hat noch geschlafen. Ach. Sonntags soll man viel schlafen. Steht in der Bibel. Ja, 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 ja. Was ist denn los? Tante Charlotte hält ihre Sonntagsrede. Ruhe bitte. Bevor wir hier die Deckel heben, habe ich euch noch was Wichtiges zu sagen. Clever. Psst, Kinder. Also, Gustav ist ja nun schon einige Zeit nicht mehr bei mir. Jetzt habe ich mich entschlossen, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Ach. Moment. Warte, Christian, ich komm schon. Tja, bist du die Tochter von Monsieur Kommissär? No? Ja, ich muss ihn dringend sprechen. Ach, hallo. Tag, was gibt's denn so Wichtiges an einem Sonntag? Ja, also mir ist da noch was eingefallen. Neue Beweise, die gegen den Schaller sprechen. Ach, aber etwas Neues? Ja, sozusagen, ja. Sie hätten ja auch anrufen können. Ja, Telefon, das ist mir ein bisschen zu unsicher. Was könnte denn an einem Telefonat unsicher sein? Na ja, man hört ja so schlimme Sachen, ne? So? Mhm.
Na, ich denke, ein Mann wie Sie hat einfach den richtigen Riecher. Wie meinen Sie das? Ich meine den richtigen Riecher für ein gutes Essen. Sie haben den Sonntagsbraten bis Altena gerochen. Hm? Ich? Ach, das nun gerade nicht. Bitte lacht nicht. Es ist selten genug, dass ich hier etwas zu sagen habe. Und das will ich jetzt in aller Ruhe und Würde tun. Es hat ja schließlich genug gekostet. Oh, was ist denn das? Alfons Müller, Musiker. Wilfried, das kannst du mir doch nicht antun. Tag, Frau Käpt'n. Nennen Sie mich mal Alfie. Bestimmt haben Sie schon von mir gehört. Bestimmt nicht. Ja, mich kennt aber jeder. Alfie vom Bananendampfer, Alfie der Schiffbrüchige, Alfie der Held von Singapur. Neugierig, wa? Nein, danke. Ich möchte Ihre albernen Geschichten nicht hören. Aber Sie sind doch die Frau von unserem Captain, Captain Hoyne. Mein Mann war Matrose. Und zwar zu einer Zeit, an die man nicht gerne zurückdenkt. Guten Tag. Tut mir leid. Sie ist sonst großzügiger. Wirklich. Aber sie will uns heute sagen, dass sie sich verliebt hat. Das soll unter uns bleiben. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Alfie! Ei, ei, Frau Käpt'n! Komm doch, süße Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um 9 meine kleine Liebste sein. Also Kinder, damit das Essen nicht kalt wird, ich werde in der nächsten Zeit öfter mal nicht da sein, weil ich wieder mehr unternehmen will. Ich gehe mal ins Theater. Vielleicht mache ich eine schöne Reise. Bist du verliebt? So was fragt man nicht. Das kriegt man raus. Doch nicht so direkt. Also mal ganz indirekt. Hat Chrissy recht? Denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Also, Alfie. Ui, Junge, 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 Junge. Andere Arbeiten zu sehen hat auf mich eine beruhigende Wirkung. Macht ihr gut, Jungs. Ja. Okay, hallo. Ja, ich bin es. Chrysanthus, es geht um das Geld. Ja, aber ich habe meiner Nichte versprochen, es sofort zu überweisen. Sie braucht es für den Umbau des Hauses. Und ich kann doch nicht einfach... Aber Chrysanthus, ich bitte dich. Ja, und wann hast du Zeit? Entschuldige, ich melde mich wieder. Da? Charlotte? Ist das die gesamte Lieferung? Entschuldigung, es hat einen Moment gedauert. Dankeschön. Ja. Tschüss. Sollen wir das mal so einen Check von uns? Ja, klar, ich muss sie ja bezahlen. Charlotte ist nicht da. Wieso ist denn Charlotte nicht da? Ich hab sie vorhin gesehen. Nein, sie ist nicht da. Es ist soweit. Wir müssen das Geld holen. Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Was soll das heißen?
Das heißt, was es heißt, ich kann damit nicht dienen. Also bitte, damit scherzt man nicht, Chrysanthus. Es geht immerhin um 100.000 Mark. Richtig. Aber die liegen gerade fest. Das verstehe ich nicht. Du hast doch immer gesagt, dass ich jederzeit an das Geld gelangen kann. Jederzeit. Nein, das hast du falsch verstanden. Ja, was kann ich da falsch verstehen? Beunruhige dich nicht. Wir haben doch einen Vertrag. Du hast mir das Geld auf 5 Jahre überlassen. Das steht doch in diesem Vertrag, von dir unterschrieben. Ist das deine Unterschrift? Ich habe doch nie gedacht. Ich habe Papiere gekauft. Am Anfang, da gebe ich dir recht, war mal davon die Rede, ob es nicht sinnvoller wäre, aus diesen Papieren vorher wieder auszusteigen. Ja, dann tun wir das doch. Das gilt nicht. Warum nicht? Die Papiere haben sich so gut entwickelt, es wäre absurd, da wieder auszusteigen. Versteh mich doch, dein Geld hat sich rasant vermehrt. Ich glaube dir kein Wort. Ja, bis jetzt sind es 25%, das sind 25.000 Mark, ein riesiger Gewinn. Gewinn? Aber ich hab ihn doch nicht. Wovon soll ich das Dach bezahlen? Von mir bekommst du nichts. Chrysanthus, tu mir das nicht an. Ich habe immer gedacht, du hast mich ein bisschen sehr... Vorsicht, Männer, ihr brecht die Blüten ab. Komm, wir räumen das gleich rüber. Oh, vorsichtig. Das Gerüst reicht doch für einen Hochhals. Was? Ich mach das. Dann 4 Liter Sauerstoff. Hören Sie mich? Guten Tag. Guten Tag zur Intensivstation, bitte. Setzen Sie sich da auf die Bank. Zu welchem Patienten wollen Sie? Zu Charlotte Heulen, das ist meine Tante. Gut, ich sag Bescheid. Danke sehr. Unsere Tante. Wilfried, bitte. Wilfried Stuppe. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist ja ein Zufall. Der Gräfe. Das ist meine Frau. Dr. Gräfe? Das freut mich. Schönen guten Tag. Mich freut's auch. Ja, was macht ihr denn hier? Unsere Tante wurde hier eingeliefert. Charlotte Heulen. Ach, die Frau Heulen. Ja? Da geht's aber schon besser. Kommt doch mal in mein Zimmer. Ja. Ja, gerne. Ist gleich hier. Ja, danke. Das ist ja. Danke. Das ist ja. Hier ist nicht. Also, der Zustand war wirklich ernst. Setzt euch doch. Für einen kurzen Moment sogar dramatisch. Wir werden Sie weiter beobachten. Der Kreislauf ist zwar noch schwach, aber hat sich deutlich stabilisiert. Und die Ursachen? Ja, es scheint nichts Organisches vorzuliegen. Vorerst muss man zu dem Schluss kommen, dass sie durch irgendwelche Umstände stark belastet wurde. Und wann können wir Sie besuchen? Frau Heulen hat darum gebeten, keinen Menschen zu sehen. Vielleicht hängt das mit dem Dachumbau zusammen. Hm, oder mit der Schwimmweste. Hm. Das hat sie sehr aufgeregt. Ach, ihr wohnt wohl zusammen? Ja. Kurz nach dem Tod ihres Mannes sind wir zu ihr gezogen. Ich kann ja mal mit ihr reden, wenn es ihr besser geht. Einverstanden? Ja, ist gut. Ja. Das wird schon wieder. Was macht eigentlich dein Leistenbruch? Es geht. Obwohl ich schon Jahre nicht mehr beim Arzt war. Oder weil ich nicht beim Arzt war. Allerdings, hier zwickt's manchmal. Ich denke, das war neulich Hexenschuss. Übrigens, er war mein erster eigener Patient. Wir kannten uns aus dem Studentenclub. Ja. Du solltest dich wieder mal durchchecken lassen. Hm, das ist nicht nötig. Ich will ihn nicht drängen, aber er soll sich's überlegen. Und wenn ich es machen soll, dann musst du dich beeilen. Ich werde ja in Kürze zum Chefarzt gemacht. Und da habe ich vermutlich noch weniger Zeit. Gratuliere. Ich auch. Natürlich schade, dass du keine Zeit mehr hast, aber man muss sich fügen. Wilfried, er hat Zeit. Warum nicht in Dresden? Wie? Ich meine, warum wirst du nicht in Dresden Chefarzt? Ach, da hat man mich wegen Staatsnähe ausgeekelt. Ausgerechnet Gräfe. Ich war mal Gewerkschaftsvertrauensmann. Na, dann kam die Zeit der Guppies. Kleine Fische auf der Jagd nach Beute. Ah, vergessen. Aber jetzt entschuldige ich mich. Danke, Doktor. Wir sehen uns. Thank you.
Ich habe Dr. Gräfe angerufen, aber es gibt noch nichts Neues. Vielleicht hat Charlotte wirklich andere Probleme als diese Baustelle. Kann sein, dass sie Ärger hat mit dem neuen Freund. Liebeskummer. Man müsste mal mit ihm reden. Wilfried, das kannst du nicht machen. Doch. Als deine Mutter sich damals noch mal verliebt hat, konnte sie vor lauter Schuldgefühl uns gegenüber nicht schlafen. Das war in Dresden. Vergiss bitte nicht, wo wir hier sind. Du kannst nicht einfach in anderer Leute Privatsachen rumwühlen. Ich mach das schon. Da allzu blöd wär's, mich schon hier anstellen. Ich verstehe immer noch nicht, was Sie von mir wollen. Wollen wir uns nicht setzen? Nein. Also, es ist doch ganz klar. Also, unsere Tante Charlotte und Sie, Sie verstehen? Nein. Also, Charlotte hat uns noch nichts gesagt. Aber immerhin, der Zwischenfall neulich, der hat uns doch sehr beunruhigt. Und da dachten wir vielleicht... Ja. Vielleicht kommt das daher, dass, um es mal deutlich zu sagen, Sie haben doch was mit ihr. Und vielleicht ist Charlotte dadurch ein bisschen durcheinander. Junger Mann, für das, was Sie da eben von sich gegeben haben, hätte ich Sie vor ein paar Jahren noch hinausgeworfen. Aber ich bin im Alter milder geworden. Gott sei Dank. Ich habe nichts mit Ihrer Tante. Wir sind Nachbarn, wir sind befreundet und wir helfen uns in praktischen Dingen aus. Was Ihre Tante am meisten bei mir findet, ist Ruhe. Aber nachdem ich Sie erlebt habe, mein Herr, ahne ich natürlich, was Ihre Tante in letzter Zeit so aufgeregt hat. Guten Tag. Aber... Noch was? Was meinten Sie mit diesen praktischen Dingen? Hier. Noch Fragen? Nein. Hamburg ist geil, wa? Ich bin eine Zugereiste. Das kann ja heiter werden. Oder haben Sie dir eine Stimmbinde operiert? Was gibt's denn da oben? An der Decke? Ach, das Mädel ist stumm. Hab ich ein Glück. Hab ich versucht, mir mit Tabletten umzubringen, das hat nicht geklappt. Jetzt sterbe ich vor Langeweile. Na? Oh, was? Was ja? Und wie war's? Na, der Mann macht einen ordentlichen Eindruck. Ah, na dann ist ja gut. Ich hatte schon das Gefühl, dass der vielleicht ein Betrüger ist. Ach, weißt du wirklich, für euch ist nicht zu helfen. Was ist denn das? Also definitiv, dein alter Leistenbruch sieht nicht besonders gut aus. Oh. Ja, du wirst noch größere Probleme damit bekommen. Nee. Sowas lässt sich heutzutage sehr gut endoskopisch machen. Entweder morgen von mir oder später von irgendeinem Kollegen. Oder auch gar nicht. Besser wird's auf keinen Fall. Oh. Guten Morgen bei dir. Wie geht's denn eigentlich ihr? Der Tante? Eigentlich gut. Der Kreislauf ist stabil, bestens. Nur mir scheint, sie will gar nicht gesund werden. Also entweder jetzt um Männer oder Geld. Im schlimmsten Fall um Bedet. Das gilt für alle Frauen. Egal, ob Kiez oder Elbchaussee. Was hast denn du vor? Kannst du mir eine Pistole besorgen? Ja. Ja! Was ist denn hier los? Ich möchte bitte entlassen werden. Bitte bleiben Sie liegen. Dr. Gräfe! Bleiben Sie doch liegen! Ruhe! Das wird alles ganz einfach. Zwei kleine Schnitte und wir sind drin. Ich glaube, ich stehe lieber wieder auf. Dazu ist es jetzt zu spät, mein Lieber. Du wirst nicht sehen in meinem Bauch. Ich habe da lange nicht mehr aufgeräumt. Kein Problem, wir nehmen ein Lämpchen mit. Also dann los.
Nun geben Sie es doch endlich zu. Hm? Sie können mich noch lange fragen. Mit Ihnen rede ich nicht mehr. Der Stubbe soll her. Seit wann sucht sich ein Verdächtiger den passenden Polizisten aus? Ich bin kein Verdächtiger, ich bin Opfer. Bei den letzten Überfällen waren Sie immer in der Nähe. Mann, wir Musiker, wir kennen uns. Wir trinken manchmal miteinander ein. Aber wir überfallen uns doch nicht gegenseitig. Warum ist das ausgeschlossen? Der Stubbe soll her. Mir ist was Wichtiges eingefallen. Der ist krank, verdammt nochmal! Kommissar Clove ist jetzt mit dem Fall betraut. betraut, wenn ich das schon höre. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Kann man sowas hier kriegen? Ja, Sie sehen aber oft nach mir. Geht es wieder besser? Darf ich nicht mal lesen? Nichts soll Sie aufregen. Die ganze Betue hier regt mich auf. Wie bitte? Nichts. Was haben wir denn das Schönes vom Ausgang mitgebracht? Oh, ein bisschen Obst, einen niedlichen kleinen Liebesroman. Kann ich ihn morgen, wenn Sie wollen. Na, hast du alles? Also die im Buch lagen, die haben vielleicht gekickt, als ich alles über Geld und Börsengeschäfte haben wollte. Das war so was von geil. Ich hol ja noch mehr. Ja, das kommt später, wenn ich hier durch bin. Ich habe noch einen anderen Auftrag für dich. Du, Quam, hier kriegst du alles. Ich will rauskriegen, wen dieser Saubermann sonst noch übers Ohr gehauen hat. Verstehst du? Mehr Wanzen? Genau. Das ist ja wie im Kino. Also jetzt wird's ja richtig gut. Na und? Kommst du an sowas ran? Ja, hör mal, das ist da für mich kein Problem. Soweit besorgt mir Alec Kalle, mein Freund vom Kiez. Ach, du bist ein Engel. Na, du aber auch. Und erst habe ich gedacht, was ist denn das für eine drohe Ziehe? Ich hab dir sogar ein Geschenk mitgebracht. Oh. Das ist hier süß. Ach. Schön. Moin, Frau Stubbe. So, nun geht los mit aller Macht. Guten Morgen. Wir müssen vorerst abbrechen. Was? Wir müssen abbrechen. Ja, wie abbrechen? Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, dann habe ich das falsche Wort gewählt. Fangen Sie gar nicht erst an. Also, ich meine, ich mache das ja schon ein paar Tage länger, aber das ist mir noch nicht passiert. Wissen Sie, mir fällt das auch nicht leicht. Ich hoffe, Sie haben gute Gründe. Ich habe keine guten Gründe, ich habe nur ein ungutes Gefühl. Und das sagt mir, dass ich vor Beginn der Bauarbeiten noch ein paar andere Dinge klären muss. Na, dann klären Sie mal. Feierabend! Na, Frau Stubbe, das wird aber nicht billig. Tschüss. Guten Tag, meine Damen. Sie haben doch schon wieder geraucht. Frau Heun, ich habe in meiner Laufbahn selten eine Patientin kennengelernt, die sich so schnell erholt hat wie Sie. Ach, ja, das liegt an der Schwester. Die hat immer schön aufgepasst, dass mich nichts aufregt. Sehr gut. Starke Gefühle können den Genesungsprozess behindern. Ja. Besonders starke Rachegefühle. Ja, aber da sind Sie doch nicht der Typ, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ließe sich mit meiner Erziehung gar nicht vereinbaren. Hast du keine Angst gehabt? Na, hört mal. Euer Vater hat schon ganz andere Sachen hinter sich. Für mich war das hier ein Klacks. Wollen wir nicht auch mal Tante Charlotte besuchen? Nein, Charlotte will das nicht. Aber es wird ja besser gehen, wenn wir kommen. Die Familie bringt die Heilung. Das glaube ich nicht. Die Familie ist vermutlich die Krankheit. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Bau? Soll das nicht die Woche losgehen? Nein, er ist verschoben worden. Ach. Um mindestens eine Woche. Es ist hier so heiß. Ich warte draußen. Mhm. Weißt du, es ist mir auch ganz lieb so, Wilfried. Dann wird vielleicht vorher die Geldsache noch geklärt. Guten Tag, ich suche Frau Heun. Heun? Kenne ich nicht. Charlotte Heun. Ach, das wilde Lottchen. Die haben sie vorhin entlassen. Wunderbar. 25% Gewinn. In so kurzer Zeit. Das glaubt mir keiner. Aber du warst so nervös. Ja, weil ich Bargeld brauchte.
Ich habe das jetzt anders eingerichtet. Du bekommst deine Rendite regelmäßig ausbezahlt. Da kannst du jedes Mal neu überlegen, ob du sie wieder anlegst. Das ist unnötig. Mach nur, wie du denkst, Chrysanthus. Vielleicht gebe ich dir noch mehr Geld zur Verwaltung. Meine Freundinnen sind schon ganz neidisch. Wenn sie einen Berater brauchen, schick sie zu mir. Ich werde mich hüten. Aber Charlottchen, ist doch mein Beruf. Allerdings habe ich noch für keinen Klienten Sonaten gespielt. Übrigens, ich habe gehört, der Mann deiner Nichte ist bei der Polizei. Ja, aber in der Buchhaltung. Er rechnet die Pensionsansprüche aus. So sieht er aus. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Hier, etwas ganz Besonderes. Eieiei. Naja, wir haben zusammengelegt. Darf ich leider noch nicht trinken. Ach Gott, ja, richtig. Naja, steht dann im Büro. Und liegt dann auch im Büro. Tut mir leid. Sie wollen mich mürbe machen, was? Naja, wir haben uns gedacht, so ein bisschen sanfter Druck könnte nicht schaden, damit wir Sie bald wieder bei uns haben. Na, wie steht's denn in der Sache mit den Straßenmusikanten? Schlecht. Wir treten auf der Stelle. Ich werde morgen vermutlich entlassen. Dann kümmere ich mich wieder um die Sache. Das wäre doch schon sehr gut. Wir brauchen den Täter nämlich bald. Die Boulevardpresse hat einen Narren gefressen an diesen Harmonikaspielern. Akkordeon-Virtuose. Na, meinetwegen. Schließlich geschehen jeden Tag schlimmere Schandtaten. Ich hab da auch was. Könnten Sie herausbekommen, ob etwas gegen einen gewissen Chrysanthus John vorliegt? Wahrscheinlich weiß das Wirtschaftsdezernat mehr. Chrysanthus. Charlotte! Hallo! Hallo, Erna. Bist du es? Ja, das habe ich mir gedacht. Hat unser Chrysanthus eben bei dir angerufen? Ja, da staunst du, wie ich das rausgekriegt habe, nicht? Also, meine Liebe, in diesem Zeitalter gibt es klitzekleine, herrliche Erfindungen. Na, nur überleg doch mal. Ach, Unsinn. Hast du noch nie einen Krimi gesehen? Ach, Mädel, du bist ja völlig weltfremd. Eine Wanze, ganz normal. Ich kann jedes Wort hören, das er in seinem Zimmer sagt. Hochinteressant, sag ich dir. Komm mal gleich rüber, ja? Charlotte. Charlotte, das ist verboten. Das verstößt gegen das Gesetz. Wie? Ich höre doch nur Musik. Und gleichzeitig telefonierst du. Ja, das mache ich oft so. Darf ich mal? Wirklich Musik? Stimmen kamen daraus. Deswegen habe ich ja gleich Ernerchen angerufen. Und zufällig hörst du die Stimmen von diesem netten Herrn John. Zufällig? Charlotte, ich bin Polizist. Eine Wanze. Du musst sofort dorthin gehen und baust das Ding ab. Sofort. Nein, geht nicht. Und wo ist die Wanze? Was dachtest du? Soll das Teil ewig dranbleiben? Charlotte, man wird die Wanze finden und du bekommst eine Strafe. Vielleicht sogar Gefängnis. Er ist ein Krimineller. Du, das dürfen nicht mal wir, also bau es ab. Ich kann es nicht. Na, sie weiß Bescheid. Wir arbeiten jetzt zusammen. Erstmal arbeitet keiner weiter. Ich gehe jetzt dorthin und hol das Ding. Weißt du, wie man das nennt? Wenn ich wiederkomme, müssen wir ernsthaft miteinander reden. Was tue ich da? Ja, bitte. Ich bin's, Wilfried Stuppe. Was wollen Sie denn schon wieder? Es geht um etwas sehr Wichtiges. Ja? Ich muss es Ihnen persönlich sagen. Es ist wirklich sehr wichtig.
Ja. Ich muss klarstellen, schöne Möbel haben Sie. Wirklich schöne Möbel, muss man sagen. Die beiden Tischchen, ist das Jugendstil? Biedermeier. Vielleicht liegt es daran, dass Sie aus einer Gegend kommen, die ich nicht kenne. Aber ich verstehe Sie nicht. Wie? Ich verstehe Sie nicht. Also was wollen Sie? Sie haben doch gesagt, es ist so wichtig. Ja, ich wollte mich eigentlich nur erklären, dass ich vielleicht das letzte Mal ein bisschen aufdringlich war. Nicht nur das letzte Mal, heute nicht minder. Ja, Sie könnten den Eindruck bekommen, dass ich etwas gegen eine Verbindung zwischen Ihnen und meiner Tante Charlotte habe, aber dem ist nicht so. Wir sind alle sehr, sehr froh darüber. Sie müssen entschuldigen, aber ich komme gerade aus dem Krankenhaus und ich brauche jetzt einen Schluck Wasser. Ich habe noch Verpflichtungen. Ist ja schon alles gesagt. Herr John, ich bedanke mich für dieses offenherzige Gespräch. Sie sind ein sehr freundlicher Mensch. Ich glaube, die Tante hat Glück mit Ihnen. Ehrlich. Ich habe einen Blick für Menschen. Sonst hätte er mit helfen können. Kein Problem, wir sind gern gekommen. Wilfried, kommst du mal? Wilfried! Vielleicht hat man ihn nicht entlassen. Doch, ich habe ihn angerufen. Aber vielleicht können Sie schon mal anfangen. Klar. Also, Männer, da geht's lang. Hier, er steht schwer im Verdacht von Betrügereien. Vermutlich sind es wohlhabende Damen, denen es peinlich ist, sich auf diesen Charmeur eingelassen zu haben. Deshalb gibt es bisher weder Aussagen noch Anzeigen. Zimmermann? Wie krank muss ein Mensch sein, um nicht von Ihnen zur Arbeit gedrängt zu werden? Wer ist dort, bitte? Stubbe, Caroline Stubbe. Und sagen Sie mir nicht, mein Mann ist von allein ins Büro gekommen. Aber genau so verhält es sich. Wissen Sie, geben Sie mir meinen Mann. Hier, für Sie. Ja? Du brauchst meinetwegen gar nicht mehr nach Hause zu kommen. Aber Caro, ich bin völlig in Ordnung. Ich habe nur einen kleinen Spaziergang gemacht, weil keiner zu Hause war. Ja, und ihr macht einfach nur so einen gemütlichen Plausch. Ja, ja, das kann man so sagen. War wohl keine gute Idee, herzukommen. Eigentlich hat sie recht. Übrigens, Charlotte treibt ihr Geld ein. Allein? Nein. Mithilfe einer kriminellen Vereinigung. Guck mal, was ich hier... Rothilde, das sind doch Stromrechnungen. Das sieht man doch so schlecht. Aber hier, das ist doch nicht schlecht. Noch ein Konto in der Schweiz. Also wenn diese Firma nicht auch mit drinsteckt, fress ich ein Wesen. Ja. Erna, Volltreffer.
Was wollen Sie denn hier? Kriminalpolizei. Ich stelle Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. Das kostet Sie was. Ach, das ist doch lächerlich. Das bezahlen wir gerne. Und du, unser aller Schnutzi-Putzichen, du kommst ins Gefängnis wegen Betruges. Ich verbitte mir, dass es... Pardon, das Wort zu Tja, meine Damen, der nette Herr John treibt sein Spiel schon seit einigen Jahren. Aber da bisher noch niemals eine der Betroffenen Anzeige erstattet hat, konnten wir wenig tun. Ist denn in diesem Kreis jemand dazu bereit? Es muss nur der richtige Kommissar fragen, nicht? Bei uns hat jeder sein Spezialgebiet. Aber Kollege Stubbe hat mir sehr geholfen. Zimmermann. Ja, natürlich. Wir müssen ins Kommissariat, sofort. Ja, und dir? Ja. Was ist los? Ich hab nichts mitgekriegt. Was? Ja, der wollte Schutzgeld. Der wollte von allen Schutzgeld. Gestern hat er das von mir auch verlangt, aber ich mach da nicht mit. Und die anderen auch nicht mehr. Verstehe ich nicht. Wer verlangt Schutzgeld? Charlotte, die Ratte. Hat doch Alfie die ganze Zeit schon gesagt. Ja, genau, Monsieur Kommissär. Moment mal. Ist das die Lösung des Falles? Ich glaube schon. Sie sind ein Glückspilz, Stubbe. Das stimmt. Das ist Anfängerglück. Ich selbst hatte dabei eigentlich gar nichts zu tun. Sie sehen ja, eines der Opfer kommt einfach vorbei und ruft Hallo, Alter, und serviert mir ganz nebenbei einen Täter. Logisch. Das habe ich nicht gesagt, Herr Kollege. Aber? Noch ein bisschen Musik? Kaffee. Wollt ihr eine Runde Kaffee? Nee, lieber eine Runde Bier, was? Ja, so. Ja, und wo holen wir uns jetzt den Schaller? Ich bringe Sie hin. Ja. Herr Schaller? Was wollen Sie? Haben Sie einen Haftbefehl? Vorläufig. Sie sind vorläufig festgenommen. Das ist doch lächerlich. Was wollen Sie damit erreichen? Dass heute Nacht kein Musiker zusammengeschlagen wird. Es ist eine Behauptung. Das müssen Sie erst mal beweisen. In 24 Stunden müssen Sie mich wieder laufen lassen. Vielleicht finden sich ja doch Musiker, die gegen Sie aussagen. Entschuldigen Sie, wenn ich lache. Ein Ständchen auf den Monsieur Kommissär. Männer, nicht noch mal. Ihr bekommt euer Bier. Ja, wunderbar. Damit kommt ihr leben, was? Al Capone für Arme. Monsieur Kommissär. Also, Zimmermann ist inzwischen in der Schweiz auf verschiedene Konten gestoßen. Und deshalb denke ich, dass ein ziemlich großer Teil der Forderungen der Damen damit beglichen werden könnte. Aber erstens nicht alle und zweitens, es kann dauern. Aber ich brauche das Geld jetzt für den Umbau. Komm, lass Charlotte. Das Haus ist gut so. Ich will die Wand gar nicht mehr raushaben. Ich habe mich so an sie gewöhnt. Und ein Hobbyraum im Keller ist das Spießigste, was es gibt. Und das mit dem Zimmer am Dach ist sowieso nur modischer Schnickschnack. Ich habe ein schönes Zimmer. Sag mal, wo ist denn eigentlich meine Couch? Da wieder oben auf dem Dachboden. Aber es regnet doch. Ja, es regnet. So tut doch was oder soll meine schöne Wohnung wieder volllaufen. Ja, und meine Couch? Ich brauch die noch. Na los, kommt helfen. Peter, du musst mir helfen. Warte, ich mach uns Licht. Psst, sei leise, psst. Da. Da muss es durchkommen. Nein, Wilfried.
Hier! Auch nicht. Merkwürdig, wie lange es dauert, bis der Regen durchs Dach kommt. Ja, das finde ich auch. Ihr könnt noch lange auf Regen warten. Ich habe nämlich die losen Dachziegel mal rasch verschmieren lassen. Was? Also diese Familie ist, ich sag's nicht. Ich sage gar nicht, aber ich kenne euch alle. Abknutschen. Oh.